Kennst du schon? Suhail ibn Amr, radiallahu an, den Wächter der Grenze der Muslime. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, thumma amma ba'd. Mein Bruder, meine Schwester Suhail ibn Amr, radiallahu an, war der Sprecher der Quraysh. Er vertrete die Quraysh vor dem kaiserischen Reich der Römer oder vor den Perser, aber auch vor anderen arabischen Stämmen. Suhail ibn Amr wurde in der Schlacht von Badr gefangen genommen und von den Muslimen wieder freigelassen. In der Eröffnung von Mekka, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka betrat, nahm Suhail ibn Amr radiallahu an den Islam an. Geschwister im Islam, Suhail ibn Amr spielte dieselbe Rolle wie Abu Bakr einst, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, in Medina, auch dasselbe in Mekka. Als Abu Bakr radiallahu an den Muslimen sagte, diesen berühmten Satz, und sie ermutigte, dass der Islam weitergeht, auch nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, nämlich mit dem Satz, und wer Mohammed angebetet hat, wahrlich Mohammed ist tot, und wer Allah anbetet, wahrlich Allah ist lebendig und stirbt nie. So ermutigte Suhail ibn Amr die Muslime in Mekka. Von der Zeit des Kalifats von Abu Bakr radiallahu an reiste Suhail ibn Amr als Soldat, wo er die Grenzen des muslimischen Gebiets bewachte. Er widmete sich dieser Aufgabe und schwor, dass er nie wieder nach Mekka zurückkehrt. Suhail ibn Amr, liebe Geschwister, verstarb in der Schlacht von Yarmouk, dort gegen das Römische Reich, in der Nähe eines Dorfes von Jerusalem. Das war Suhail ibn Amr, radiallahu an. Wenn du jetzt diesen Sahabi kennst, mein Bruder, meine Schwester, teile es mit den anderen und lass sie auch von diesen ehrenverehrten Menschen erfahren. Barakallahu fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.